Perlen aus gefiederter Vogelwelt bevölkern Gasthof. Der Ziergeflügel- und Exotenverein Reichenbach lädt für kommendes Wochenende zu seiner großen Schau ein. Im Schneidenbacher Gasthof wird die nächsten 2 Tage eine bunte Vielfalt gezeigt, die weit und breit ihresgleichen sucht. Von A wie Aymara-Sittich bis Z wie Zebrafinken sei alles dabei, meint der stolze Vorsitzende Uwe Bauer. Zusammen mit seinen Vereinsmitgliedern berät er die Ausstellungsbesucher zur artgerechten Haltung, Zucht und Ernährung. Jeder Vogel braucht eine andere Pflege. Das geht beim Futter los, von der Foliare, der Größe. Also das ist nicht ganz so einfach. Man sollte sich vorher erkundigen, sonst ist der Erfolg hinten aus auch nicht da. Es gibt ja auch viele, die anfangen mit Vögeln, wollen züchten und dann haben sie doch nicht einen Erfolg, Misserfolge, weil sie irgendwas nicht beachtet haben und dann hören sie vielleicht wieder auf. Also am besten fängt man vielleicht mit dem Wellensittich an oder Zebrafinken, die sind am einfachsten. Und dann kann man sich ja dann so reinsteigern. Wer also mit dem Gedanken spielt, sich einen Vogel anzuschaffen, der hat bei der Schau die Gelegenheit dazu. Zudem kann er sich in dem Verein anmelden. Der sucht nämlich noch händeringend Mitglieder. Die bunt gefiederte Vogelwelt kann an beiden Tagen ab 9 Uhr bewundert werden.